Aufregung auch gleich gegenüber im Giraffengehege. Giraffenmutter Carla erwartet ihr zweites Junges. Nach 4 langen Stunden ist es endlich soweit. Sofort kümmert sich die Giraffenmutter um ihr Kleines und beginnt es trocken zu lecken. Für die Tierpfleger Daniela Peraus und Alex Keller vergehen Sekunden quälenden Wartens. Dann der erste Atemzug. Nach wenigen Minuten macht sich das Giraffenbaby bereit aufzustehen. In freier Natur muss ein Giraffenjunges in kürzester Zeit der Herde folgen können. Bist du gelähmt? Selbst die Kleinsten nehmen an den Aufstehversuchen Anteil. Auf den kleinen Giraffe. Es ist ein regnerischer Tag. In der Giraffenanlage haben sich Pfützen gebildet. Doch tapfer versucht das Kleine immer wieder auf die Beine zu kommen. Eine Dreiviertelstunde, jetzt wird schon Zeit, dass du aufstehst, Baby. Ich kann gar nicht hinschauen. Schon lange kann ich auch nicht mehr hinschauen. Die Tierpfleger wollen die Geburt so natürlich wie möglich ablaufen lassen. Doch das Kleine ist von den vielen Versuchen entkräftet. So beschließen sie, Thomas Woracek, den Tierarzt des Tiergartens, zu rufen. Der Tiergarten Schönbrunn ist kein Spital. Unser Ziel ist es, die Wildtiere hier so leben zu lassen wie in ihrem angestammten Lebensraum. Auch in der Steppe regnet es, auch die Steppe ist hart. Wir können absolut nicht oder wollen hier nicht jede Mutter sofort von ihrem Jungtier trennen. Das ist auch ganz kontraproduktiv für die Bindung und für die weitere Aufzucht. Es soll nach Möglichkeit alles so natürlich wie möglich geschehen. Das Neugeborene ist jetzt schon einige Zeit nicht hochgekommen, also hat von selber nicht aufstehen können, ist immer in der Lake gefallen. Und wir haben uns mit den Pflegern jetzt dazu entschlossen, das Junge reinzuholen in das Innengehege, gemeinsam mit der Mutter, dann von der Mutter separiert. Und wir haben es jetzt kurz untersucht, haben ihm eine kleine Kräftigungsinfusion gegeben, schaut aber sehr gut aus. Also es ist auch schon gestanden, hat es jetzt wieder niedergelegt, aber ja, jetzt werden wir schauen, wie es ihm weitergeht. Bis jetzt schaut es nicht schlecht aus.